Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Heute dreht sich alles um Everspace 2. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und natürlich auch Guides, meine lieben Freunde, wie auch den Platin-Guide. Checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus, meine lieben Freunde. Das war das Letzte, was ich zu Everspace 2 gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt gerne auch dieses Video aus, eines meiner anderen Blockbuster. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los und Semper Fi. Lassen wir es richtig krachen. Let's do it. I'm still trying to figure you out, Adam. It's clear you're running from something. I can't help what I am. All I cared about to start with was getting out of the DMZ. There's no going back now. Things are looking up, Hive. I think I see light at the end of the tunnel. So soon. So, damit ein herzliches Willkommen zu meinem Video, legendäre Schiffe. Ihr werdet euch gerade wundern, wie jetzt legendäre Schiffe, das sind nur noch hochwertige, was der Fumonster zeigt. Ja, das hat ja einen Grund, weil ich es etwas genauer erklären möchte. An dieser Stelle, ganz klar, wie auch bei den Waffen, was rot ist, ist hochwertig. Ne? Jetzt scrollen wir nochmal runter, was blau ist, ist, ich glaube, sogar ungewöhnlich, nee, selten. Dann kommt gewöhnlich und dann kommt, weiß ich nicht. Darum geht es aber nicht. Mir geht es um die Zahlen. Wir haben hier zum Beispiel, gucken wir uns das schon mal, das ist die Hawk B52+. Diese Zahlen zeigen ja die Versionen dieser Schiffe. Diese Versionen dieser Schiffe, mit jeder Version werden sie besser. Das habe ich aber auch schon in meinem Video alle Schiffe erklärt. Deswegen will ich jetzt hier nicht nochmal anfangen. Hier haben wir halt schon eine 3. Ich selber fliege so ein Schiff, also nicht so ein Vindicator, sondern eine Striker fliege ich. Eine Striker 3, die ist so ein gutes Schiff, kann man sagen. So, hier sind die 3+. Mir geht es aber auch um das Geld, was ich euch erklären will. Also alles, was 3+ ist, kostet über 400.000. Und wenn man dann runtergeht, 290.000, ja, und dann 280.000, so in der Drehe pegeln wir uns da ein. Okay, aber jetzt möchte ich euch mal zeigen, wo ihr die legendären Schiffe herbekommt. Dazu müssen wir hier andocken. Wir sind zwar schon richtig, wir sind im Union-System. So, und im Union-System werdet ihr nur einen Händler finden und das ist, ja, Händler Kato. Ja, für den ihr auch viele Jobs machen müsst, ihr Nebenquests machen müsst. Blabarababa, das ist Mr. Kato. Und jetzt gucken wir uns mal die legendären Schiffe an. So, und vergleichen die dann auch gleich nochmal an dieser Stelle. So, herzlich willkommen bei Mr. Kato in Kato Place. Na, Kato Place ist die Raumstation, die Presscode-Station, das ist die Kato Place. Und da, das ist also das, wo bekommt ihr die Schiffe, hier bekommt ihr die legendären Schiffe. Ich habe bis jetzt noch keinen Händler gesehen, noch keinen anderen Händler gesehen, der ja legendäre Schiffe verkauft. Das ist also nur Mr. Kato. So, gucken wir uns mal an hier, das ist mal nur zum Vergleich. Ich fliege eine Striker. Ja, wenn man mein Schiff uns anguckt, das ist eine Striker, eine Bordeaux, Stufe 3. Das ist schon ein gutes Schiff. Ja, also Striker, ganz wichtig, das ist auch eine Angriffsklasse. Deswegen mal den Vergleich mit der Osprey. Das ist die Osprey H1-4. Also das H1 ist völlig irrelevant. Das H1 ist wahrscheinlich nur, weil ihr könnt euer Schiff ja selber gestalten vom Aussehen her. Der Skin also, welche Flügel es tragen soll, welches Heck es tragen soll und welchen Bug es tragen soll. Ja, das könnt ihr so einstellen, aber ihr wart wahrscheinlich clever genug und habt das schon gemacht. Ich habe mir das etwas später aufgefallen, aber egal, weil das gab es nicht in der Early Access Phase. So, gucken wir uns mal an, was einem im Prinzip ein legendäres Schiff besser macht. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auch wieder Eigenschaften des Nahkämpfers. Ja, erhöht den Schaden, den Waffenschaden innerhalb von 500 Metern
bis maximal 30%. Das ist ja witzig, weil genau das Gleiche hat meine, ich nenne sie meine Rogue One auch, also meine Osprey, ne? Die in der ganz normalen Stufe 3, das hochwertige Schiff. So, Quantenkette hat meins auch, ist auch nichts anderes. So, hier kommt aber eins dazu und das seht ihr schon. Passive Fähigkeiten, das ist ja interessant. Passive Fähigkeiten, genau. Feinde innerhalb von 300 Meter können keine Schilde regenerieren. Das ist ja geil. Das ist ja cool. So, gucken wir uns mal die Schilder an. Wir sehen hier bei den Schilden plus 24%, Panzerung plus 32% und Hülle. Ja, es pickelt sich alles so um die, genau, alles so um die 24, also alles so ein Viertel stärker ein. Und bei der Hülle, ganz klar, 6810. So, Wendigkeit, das finde ich zum Beispiel auch nochmal nice. Die Wendigkeit plus 24 und du bist 2 Meter pro Sekunde schneller. Ob das nachher was ausmacht, na gut, egal. Also das Traktorstrahl ist auch gleich geblieben, weil das hat ja was mit dem Skill zu tun. Dabei guckt gerne mal auch in mein Video Skillen und Craften. Craften und Leveln, wie auch immer. Ich habe einen Haufen Videos gemacht. Ich habe es oben rechts in der Infobox verlinkt für euch. So, was hat sie noch? Es hat plus 6 Slots mehr. Die Slots, ich denke, das habt ihr aber auch schon rausbekommen. Da, das Inventar, das sind hier die Slots. Also er hat dann nochmal 6 Slots mehr, das legendäre Schiff. Ja, ihr seht, ich habe auch schon eine legendäre Waffe. Erkläre ich aber gleich auch noch als kleines Schmankerl zum Abschluss dieses Videos, woher ihr diese Waffe schon relativ frühzeitig bekommt. Also, okay, Schiffshändler, legendäre Schiffe, wir haben es jetzt mal verglichen mit meinem Schiff, mit der Striker-Klasse. Jetzt noch dazu gesagt, ihr seht es, setzt euch auf den Hintern, 888.000, 866.000, 867.000, 873.000. Ach, sieht interessant, die Sentinel. Ja, das finde ich halt schade, dass die legendäre Sentinel nicht mal 3 Waffen gleichzeitig hat. Also primäre Waffen, das seht ihr schon, ne? Auch 6 Slots mehr. Sentinel war ja unser Anfangsschiff. Na, das, die sieht hier halt ein bisschen anders aus. Also das ist nochmal kant, dass das Licht hier sehr leuchtet. Aber sonst mehr Schilde. Okay. Ja. Gucken wir gleich mal, was das teuerste Schiff ist. Oh, ey, die Gunship. 877.000. Also sie sind ungefähr um ein Viertel des hochwertigen Schiffes schneller und besser. Aber das war's auch schon. Aber es sind halt legendäre, ne? Also ich will euch da keinen Scheiß erzählen. 862. 891. 891.000. Der Titan B34 ist das teuerste Schiff. Ich meine, den Skin, den kann man ja dann sowieso austauschen. Okay, meine lieben Freunde, an dieser Stelle, wenn es noch Fragen gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu diesen Schiffen kommt. Das will ich auch natürlich noch sagen. Ne? Das Wo haben wir geklärt, wir haben uns die Schiffe angeguckt, wie ihr zu diesen Schiffen kommt. Checkt auf jeden Fall mein Video aus, schneller farmen oder Ressourcen farmen. In diesem Video erkläre ich hier euch, wie ihr an seltene Ressourcen schneller rankommt, weil ihr braucht richtig viel. Auch noch erkläre ich da, wie viel Kohle ihr braucht in diesem Video. Also checkt das ja auf jeden Fall aus. Jetzt gucken wir mal uns nochmal meine legendäre Waffe an. Wo bist du denn? Da, jetzt. So, die legendäre Waffe, das Antlitz der Taube. Geiler Scheiß, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Waffe. Nachdem 2 Sekunden lang das gleiche Ziel getroffen hat, überlädt der Strahl und der Schaden wird um 30% erhöht. Wird das Ziel in dieser Phase zerstört, werden 50% der Waffenenergie wiederhergestellt. Die ist ultra stark, Leute. Die ist ultra stark. Und ihr seht, ich bin oben rechts Level 29, die Waffe ist Level 28. Mein Tipp an dieser Stelle, levelt von mir aus auf, wenn ihr die Waffe wirklich auf Maximum haben wollt, wichtig. Levelt auf bis auf Level 30, das ist ja Max-Level. Es gibt ja nicht mehr. Level 30 ist Max-Level. Und dann spielt, lasst mich kurz gucken, diese Mission, die war, fand ich richtig toll. Hallo? Jetzt. Sekunde, ich muss es suchen. Da. Bandenkriege.
Das wird nicht angezeigt, das ist interessant. Ihr kriegt, wenn ihr Bandenkrieger, das sind drei grundlegende Missionen, Bandenkrieg 1, Bandenkrieg 2, Bandenkrieg 3. Und wenn ihr alle drei durchgespielt habt, bekommt ihr diese legendäre Waffe. Ist zum Beispiel auch eine richtig geile Missionsreihe an dieser Stelle. Macht das auf jeden Fall. Ja, wenn es Fragen gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und checkt auch gerne mein Video aus, Tipps fürs Endgame, auch in der Infobox verlinkt. Alles cool bis dahin und ich träume noch mal ein bisschen von meiner Osprey H1 legendär. Bis dahin, wir sehen uns im Weltraum und ich sag ciao Kakao. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.